Hey, I'm Chameleon. Okay, so. Du bist ein sehr lässiger Typ, ne? Ja, erstens, ich hoffe. Ja, aber erstens eine sehr lässige Ansage und zweitens, was hast du gerade gemacht? Ich hab's nur noch so aus dem... Ich hab's so gemacht. Ist es einfach so... Einfach ein Peace-Zeichen. So. Hat man früher irgendwie gemacht bei uns? Ja, ich sage dir, auf jedem meiner Jugendfotos ist ein Peace-Zeichen, gell? Oder man hat auch mal diese Hasenohren gemacht. Ja, stimmt. Wir sind aber nicht da, über Peace-Zeichen und Hasenohren zu schwätzen, sondern darüber, du bist Producer, du bist Sänger und Songwriter. Richtig. Aufgewachsen, in Hannover zur Schule gegangen und lebst jetzt in Stuttgart. Wie kommt es, dass du so viel auf der Welt in so jungen Jahren rumgekommen bist? Sehr viele Faktoren, aber ich meine, ich bin jetzt hier und hier lebe ich das aus, was ich machen wollte. Aber das bedeutet doch bestimmt, du sprichst auch Türkisch? Türkisch spreche ich, ja. Du sprichst Französisch? Leider nicht mehr so gut. Und Englisch natürlich? Und Englisch natürlich. Aber die Sprache, mit der du dich am liebsten ausdrückst, ist wahrscheinlich deine Musik, oder? Definitiv. Ah, habe ich das nicht schön gesagt? Das hast du sehr schön gesagt. Warum hast du dich für den Weg entschieden? Was war der Grund, wo du gesagt hast, ich muss mit Musik anfangen? Also das Allerwitzigste war, dass mein Opa der Einzige in meiner Familie war, der Musik gemacht hat. Mhm. Was hat er gemacht? Der hat auf türkischen Hochzeiten gespielt. Ach, witzig. Also der hat Saz gespielt, das türkische Instrument quasi. Und halt auch Keyboard. Und dann habe ich auch sehr spät mit 14 angefangen. Ich habe dann damals das Album von den Arctic Monkeys gehört, mhm. Whatever People Say, That's What I'm Not. Und dann habe ich so gesagt, ich möchte unbedingt Gitarre spielen. Einfach Gitarre. Und dann habe ich mir so eine Gitarre aus einer Kelloggs-Schachtel zusammengebaut mit Wollfäden. Ich habe halt komplett improvisiert. Und auf jeden Fall habe ich das probiert, kam natürlich kein Sound raus. Und meine Mutter hat dann gesehen, okay, er ist ehrgeizig, holen wir mal eine Gitarre. Und dann kam die eines Tages rein mit einer Gitarre. Meine Mutter hatte den Gitarrenkoffer falsch rum an. Ich guck so, was ist das? Und dann war es einfach eine Gitarre. Und das hat dann meine Schwester und meine Mutter mir quasi so geschenkt. Und die habe ich immer noch, mit der spiele ich tatsächlich sehr viel. Aber was für ein wertvoller Moment, oder? Mega. Also deshalb, ich werde die Gitarre auch, die hängt bei mir im Wohnzimmer, die werde ich auch niemals irgendwie wegwerfen, verkaufen im Leben. Und das war der Startschuss? Das war der Startschuss zu allem. Zu allem, was bis jetzt so passiert ist. Und es ist sehr viel passiert, vor allen Dingen im April 2019. Ja. Was da passiert ist, können wir darüber reden wir gleich. Wir schalten jetzt in meinen ersten Beitrag. Wenn man vor diesem Projekt Stuttgarts Junge Wilde gefragt hätte, wer sind denn Stuttgarts Junge Wilde, hätte es vermutlich in den Köpfen der Befragten so ausgesehen. Doch dann ist etwas Magisches passiert. Jetzt wissen wir, so sehen Stuttgarts junge Wilde aus. Und zu den jungen Wilden gehören sie, sie, er, sie und er. Insgesamt sind es 58 Menschen. Alle vereint in dem Buch Charakterköpfe Stuttgarts junge Wilde. Es ist das neueste Werk von dem Fotografen Wilhelm Betz und dem Autor Uwe Bogen. Die Message des Buches ist ganz klar. Dass ich damit eine Plattform für junge Leute geben möchte, aufstrebende Leute, die vielleicht auch noch gar nicht so bekannt sind in Stuttgart, und dass man die eben mehr in den Vordergrund hebt und ihnen auch ein Podium schafft, damit sie ihre Stimme mehr erheben können und in Zukunft mit ihren Ideen, mit ihren Projekten auch mehr Gehör finden. Heute auf der Buch-Release-Party im Weingut Kern in Kernen im Remstal sind alle zusammengekommen, um das Buch zu präsentieren. Ich möchte von einigen wissen, sind sie eher jung, wild oder vielleicht beides? Ich würde sagen, ich bin beides. Jung, wild, dynamisch und versuche junge Menschen fürs Unternehmertum zu begeistern. Also wild auf jeden Fall. Das hört man auch in meiner Musik. Wild wahrscheinlich. Was bist du eher, jung oder wild? Oder beides? Beides. Das ist eine gute Frage. Ich würde schon sagen, beides. Jung mit 25 ist man ja schon noch ziemlich jung, ne? Wild kann mein Freund beantworten.
Ich würde sagen, jung auf jeden Fall, hoffentlich noch lange wild, wenn es drauf ankommt. Also man muss eine gesunde Mischung haben zwischen Erwachsensein, was man ja irgendwo lernen muss, aber trotzdem in den entscheidenden Momenten auch wild zu sein, weil es ganz, ganz wichtig, sonst wird man irgendwann steif und spießig. Charakterköpfe. Stuttgarts junge Wilde ist ein Buch mit faszinierender Fotokunst und Menschen, die Sie unbedingt ein bisschen besser kennenlernen sollten. Ja, und wir sind zurück mit Familien. Du hast deine erste EP rausgebracht, jetzt am 12. April 2019. Plastic Society. Richtig. Also Plastic Society geht allgemein um diese ganzen Leute heutzutage. Ich meine, wenn man sich auch hier im Café umguckt, sind gefühlt alle Leute am Handy, obwohl man sich irgendwie unterhalten möchte. Zum besten Beispiel. Also es geht einfach auch so um diese Oberflächlichkeit in der Gesellschaft. Total, nur Oberfläche. Also das Witzige ist ja, auf dem Cover stehe ich ja vor einer Wand mit mehreren Masken zur Auswahl. Und das ist quasi so eine Metapher an, welche Maske ziehe ich heute an. Welche Maske hast du denn jetzt gerade auf, während wir ein Interview machen? Ich bin Chameleon, das ist die Chameleon-Maske, die ich gerade habe. Das ist schon so, wie du auch wirklich bist. Das ist auch das, was du versuchst, so. Ich versuche tatsächlich wirklich einfach so zu sein, wie ich bin. Weil ich kann das nicht ändern und das ist so das Stärkste, was ich eben zeigen kann. Kommst du mit dir klar? Voll. Ja? Mega. Magst du dich? Ja. Also es würde mega eingebildet klingen, aber wenn ich mich nicht mögen würde, dann warum? Wer sonst so? Also wenn nicht ich, wer dann, sage ich mal, so dumm. Voll gut. Ein schönes Abschlusswort, um ganz kurz abzugeben. Ja. Um gleich wieder am Start zu sein. Ja, wir sind zurück mit Chameleon und wir haben eben darüber gesprochen, dass es darauf ankommt, dass man selbst ist. Und du hast gesagt, du bist so, wie du bist, aber ich würde gerne wissen, wie bist du denn? Wie würdest du dich denn mit drei Worten beschreiben können? Sarkastisch. Echt? Wusstest du das nicht? Nein, bis jetzt habe ich das noch nicht gespürt. Ich habe sehr, sehr dunkel-schwarzen Humor. Mhm. Passt, glaube ich, zum sarkastisch sein. Ich glaube, lass mal das mal in einer. Ehrgeizig und hilfsbereit. Okay, das sind also drei sehr unterschiedliche und gegensätzliche Eigenschaften, ja? Ist es auch das, was deine Musik widerspiegelt? Ja, total. Auf was kommst du an in deiner Musik? Auf die Beats? Weil du machst ja Elektro-Pop? Oder auf den Text? Oder ist es beides? Oder ist es das Gefühl? Ich muss tatsächlich sagen, ich habe damals, als ich angefangen habe, Songs zu schreiben, habe ich mich gar nicht wohlgefühlt, Texte zu schreiben. Weil das ist quasi was sehr, sehr Intimes. Und ich finde, es kommt immer auf beides sehr stark an. Ich würde mich jetzt nicht als den übertriebenen Lyric-Writer nennen. Ich finde aber, es passt zur Musik und zu der Mut und zu dem, was ich sagen möchte. Aber ich finde, bei mir tatsächlich sind es auf jeden Fall die Beats. Wo ich aber auch sage, mit meiner Live-Light-Show, die ich ja habe, also ich habe ja komplette eigenprogrammierte Lichter. Und damit möchte ich quasi, dass wenn man mich live sieht, einfach mal die Augen zumacht und dieses Licht der Wahn auf dich wirken lässt einfach. Das finde ich einfach sehr interessant. Und ich glaube, das ist halt ja das, was meine Musik ausmacht. Du stehst ja am Anfang deiner Karriere. Du bist ein sogenannter Newcomer. Ja. Was wünschst du dir für dich in deiner Musik? Ich will auf jeden Fall mit vielen, vielen Künstlern zusammenarbeiten, weil ich es einfach mag, so diese ganzen Kulturaustausch, wenn man das so nennen kann. Und viele neue Leute kennenlernen, einfach die Welt bereisen. Und jetzt sind wir die ganze Zeit am Quatschen und der eine oder andere denkt jetzt, Moment, ich möchte dich unbedingt mal live sehen. Du bist am, was habe ich aufgeschrieben? 13. Mai. Am 13. Mai im Kellerclub. Richtig. Eines der coolsten Clubs hier in Stuttgart. Ja. Sehr, sehr gut. Freust du schon auf den Auftritt? Ich freue mich. Ich war, glaube ich, schon 6-7 Mal zu Gast da. Okay. Von dem her, ich kenne den Club auswendig. Ich freue mich. Mega. Wann geht's los? Um 19 Uhr Türen und um 20 Uhr geht's los. Also da können Sie ihn auf jeden Fall sehen. Wir geben jetzt nochmal ganz kurz ab und yes. Sind gleich zurück. Ja, nicht nur mein Regenschirm ist heute gespannt, sondern auch ich bin gespannt. Wir sind nämlich beim Sing Your City Song Contest in Vineden. Wir haben letzte Woche darüber berichtet, 16 Finalisten und Finalistinnen wollen hier auf dieser Bühne heute Platz 1 ergattern. Und trotz Regen sind ganz viele Leute gekommen. Sie sehen viele tolle bunte Regenschirme. Und ich darf hier in der Jury sitzen und mitbewerten und alle exklusiven Einblicke über diesen Tag bekommen Sie jetzt. Sorry.
ganzem Herz. Ich traue mich gar nicht, meine erste Bewertung abzugeben. Es ist so schwierig, man will auch nicht schlechtes Mandant. Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon entschieden bei unserem, gerade bei dem Act, bei der Friedel Kehrer? Ich bin noch am Hin und Her machen, weil ich einfach die anderen Acts noch nicht gehört habe. Aber ich freue mich natürlich, dass wir hier so eine riesen Bandbreite haben. Also jetzt richtig fast kabarettistische Mundart und auf der anderen Seite ein richtiges Brett. Finde ich toll. Ich finde es auch cool und ich kann immer sagen, die Kategorien, unter denen wir bewerten müssen, sind Text, Musik und Präsentation. Und wir dürfen Noten von 1 bis 6 geben. 6 ist in dem Fall das Beste, 1 das Schlechteste. Und es wird nicht abgeschrieben dann, ja? Sky is black and sometimes blue. Where the sun or rain. Ja, auf der Bühne wird gerade umgebaut und ich nutze die Zeit, kurz ins Publikum zu gehen. Sie halten sich hier wacker trotz Regen. Warum? Wir kommen aus Leutenbach und wir sind in der Nähe und deswegen interessiert uns. Trügischen Glühweinstand. Und machen sich hier trotz Regen einfach einen schönen Nachmittag. Genau so. Wie finden Sie es bis jetzt? Ja, eigentlich schön. Schade, dass es wieder nicht mitspielt. Aber die Musik ist immer, wärmt dann doch etwas das Herz. Und wie war es für dich in der Jury? Ja, spannend, wie unterschiedlich alle aufgetreten sind, aber auch was für unterschiedliche Bedingungen herrschen. Es ist nicht ganz einfach, das in einen Kontext zu bringen, um dann auch alle einigermaßen gleichmäßig zu bewerten und allem gerecht zu werden. Das fand ich auch so. Und wir gucken mal, wer gleich gewinnen wird. Wir müssen jetzt gleich unsere Zettel abgeben. Und dann fällt euch die Entscheidung. Gut, ja, so ist es. Bin gespannt, wie nachher das Ergebnis ist, zumal das Publikum ja auch noch mitsprechen oder mitklatschen kann. Genau, 40% des Applauses entscheiden nämlich auch mit und fließen mit in die Bewertung rein. Also sind wir so nicht ganz schuld an dem, wie es endet, gell? So ist es, ja. Danny Suara, erster Platz. Herzlichen Glückwunsch. Gewinner Dani Suara. Yeah! Wie fühlst du dich? Ja, gut, bis aufs Wetter. Das hat uns leider ein bisschen im Stich gelassen. Ja, aber schade, sind nicht ganz so viele Leute gekommen, wie wenn die Sonne gescheint hätte. Aber jetzt scheint für mich natürlich die Sonne, klar. Wie feierst du heute noch? Ich gehe jetzt zum nächsten Gig nach Backnang. Heute wird noch nicht gefeiert. Das kommt dann vielleicht später mit meinen Jungs, dann, wenn die Show dann in Backnang vorbei ist. Dann ganz viel Spaß. Vielen Dank. Mach mal die Kamera winken für deine Fans. Ciao! So, Camille, wir sind schon am Ende. Schade. Das finde ich auch. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und meine Sendung endet immer mit zwei Veranstaltungstipps. Und deinen darfst du jetzt direkt bitte in die Kamera sagen. Hey Leute, ich empfehle euch das Kesselfestival am 1. und 2. Juni. Geht hin, kauft Tickets und rastet aus. Und zwar die Ehrlich Brothers kommen in die Porsche Arena jetzt am 11. Und ich habe Tickets für Sie. Also wenn Sie sagen, ich möchte diese Show unbedingt mal sehen, dann schreiben Sie jetzt an diese Mailadresse und dann gehören Ihnen die Tickets. Dann hat er ganz viel Spaß. Alles Gute für dich. Dankeschön. Reiß die Bude ab im Kellerclub. Yes. Und ich bin gespannt, was mit dir noch weiterhin passiert. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin eine gute Zeit und tschüss.